wachsen wie ein Masthuhn, Digga. Und er hat einen Full Day of Eating hochgeladen, plus die Reise nach Kuwait. Ist schon etwas älteres Video, ungefähr ein, zwei Wochen, aber wir gucken uns das mal an. Let's go, Freunde. Emir-Style. Erstmal seine Mahlzeiten pürieren. Oh, ich liebe Gasherd. Hat meine Familie in Polen. Die sind ja von hier aus wohnen, die so 8 Stunden entfernt. Und da haben die alle Gasherd. Ich schwör's euch, auf Gasherd schmeckt anders. So ein Rührei, safe. Schön mit 2 Esslöffel Butter. Mm. Well guys, good morning, good morning, good morning. How y'all doing? And yep. Welcome back to the channel. And we have an interesting day. Good morning, morning, morning. Today, not only am I going to take you through the meals I'm having right now, currently. Der fährt ja ein McLaren, habe ich gesehen. Wie zur Hölle passt der da rein, Digga? Der Typ ist so unfassbar breit. Was tippst du, Alemannia gegen Spanien? Boah, wird schwer. Mir gefällt Deutschland dieses Turnier extrem geil. Dieses Team gefällt mir wunder. Also wirklich, die spielen richtig geilen Fußball. Aber Spanien ist immer so ein... Ich hasse auch Spanien irgendwie beim Fußball, Digga. Die sind so overpowered alle irgendwie. Jedes Jahr, jedes Mal, alle Jahre. Ihr wisst. And, you know, ich würde mir natürlich wünschen, dass Deutschland gewinnt, aber wird nicht einfach. Today is an interesting day because, you know, I headed off this evening, I'm flying out to Kuwait. You know, gonna be out there training for the Olympia. Oder wo ist, das will ich jetzt mal wissen. Wo ist Kuwait, Alter? Irgendwo bei den Saudis, oder nicht? Ich gehe mal in Maps rein. Yannick XT, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Alle akzeptieren. Wir gucken jetzt, wo Kuwait ist, weil ich weiß es absolut nicht, Digga. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen irgendwelche Besserwisser im Chat. Die schreiben es direkt rein. Braucht ihr nicht, weil ich öffne Google. So. Kuwait ist hier. Zwischen Irak und Iran. Ja. Direkt bei den Saudis. Das ist schon ein ordentlicher Weg, wenn er jetzt hier von UK anreist, ne? Ein ganz kleines Land, Digga. Und dort wird gezüchtet, Freunde. Dort wird richtig gezüchtet. Das Oxygen Gym ist irre. Was ist das denn hier? Kein guck mal, ich habe einfach ein Gym gefunden. Einfach so. Ja, Kuwait ist krass. Wir erinnern uns, was für viele brutale Heavyweights schon dort waren und in kürzester Zeit wirklich immens gewachsen sind. Ne? So, this is something I'm going to try to do is obviously not just vlog today, but also try to give you guys a vlog video every week while I'm out there, so I'll show you what the life is like out there. Das Traurige ist, die Trainingsvideos sind reine Trainingsvideos, ohne Reden, ohne nichts. Die filmen einfach jeden Satz ab. What training is like. Für einen Stream natürlich ein bisschen langweilig, ne? Like, and the process that we're going through. So, I would like to just kind of like, so I'll show you the journey that we're going to go through this year doing it. So hopefully that'll be something I'll be able to do out there as well. But yes, so today is mainly, you know, we're covering my meals and the things we're gonna have to go through to get and pack me up, get all the things together, get suitcases together, get the baggage and everything I have to take with me together. And this evening we're gonna head off to the airport. And first thing tomorrow morning, today being Thursday, tomorrow is Friday morning, I'm be out in Kuwait, starting my first day out there. So yeah, so this is it. Heading out and we're gonna take you through our day today. Okay? So let's do it. First meal of the day. I got my eggs. Five whole eggs. And 170 grams of oats. Oder von 170 Gramm Haferflocken. Warte, ich mach mich mal hin auf Seite. Ist lecker, ne? Aber blöd. Also bei mir, Digga, bei 170 Gramm, das würde mich gut aufblähen, Digga. Okay, aber ich bin auch kein Samson, ne? Was wiegt der aktuell? Der wiegt aktuell echt extrem viel. Ich habe was gelesen von 320, nee, das wird zu viel, Digga. Über 300 Pounds, Digga. Dino, was geht ab, Junge? With way ISO H1 Protein.
One scoop. Ah, der püriert die Haferflocken einfach. Das ist easy. Dann trinkst du die einfach weg. Ja, so. So. Das war's mir auch geil. Enjoy. I will. Alles Bestens, Digga. Danke, dass du uns hier den Stream gefixt hast. Big Dino ist mein Streamhelfer. Der hilft mir hier immer. Ich verdaue Haferflocken richtig gut. Im Aufbau esse ich 180 bis 200 Gramm im Porridge. Das ist krass. Ich habe maximal, okay, ich habe zwei Mahlzeiten drinne mit jeweils nur 50 Gramm Carbs. Insgesamt habe ich 550 Gramm am Tag. Also ich habe drei Mahlzeiten mit 150 Gramm. Da benutze ich meistens Rice Pudding oder Reis. Und zwei Meals mit nur 50 Gramm Carbs. Da benutze ich entweder so ein glutenfreies Brot, weil ich das brutalst verdaue und das gar kein Fett hat. Oder Haferflocken zum Frühstück. Aber dann sind das 70 Gramm, Digga. Ja, ich weiß nur von damals aus Erfahrung, ist auch ein paar Jahre her, alles über 150 Gramm, Digga, da hast du mich auf der Toilette gesehen. Und das nicht nur für zwei, drei Minuten, sondern ein bisschen länger. So, what is it now? So, we got meal two. Meal two, we got sweet potatoes and steak. So, what was it? How much sweet potatoes do you have? So we're having... What did you tell you before I started filming? You already forgot? Yes, I'm in blank. 500. Oh yeah, that was it. Why did I have 300 in my head? I knew it wasn't 300, but I had it in my head. So how many? So it is 500 grams of sweet potato. Schmelzflocken sind auch geil, ja man. Mag ich. Geile Konsistenz. Potatoes, okay. And 200 grams of steak. Ich liebe Kartoffeln, aber selber, wenn er macht das meine Alte, selber mache ich das nicht. Das ist mir zu aufwendig, Digga. Schälen, kochen, dies, das, nein. Aber Kartoffeln, ich liebe Kartoffeln, Digga. Nice. Nur im Aufbau schwierig, ne? Wenn du jetzt eine Mahlzeit hast mit 1500 Gramm Carbs, mit 150 Gramm Carbs, Digga, das ist dann, wie viel Kartoffel musst du fressen? Fast ein Kilo, doch. 800 Gramm bis 1000 Gramm, das ist zu viel, Digga. Luka Modric, das, woher soll ich das wissen, Digga? Wir sind hier alle natural und distanzieren uns vom Medikamentenmissbrauch. Was Alexikon da sagt, das ist Alexikons Problem, nicht unseres hier im Stream. Wir sind alle natural. Und wenn du hier im Stream nochmal solche Fragen reinhaust, über Droster und andere Medikamente, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, mein Halbbruder Nilian vielleicht, dann fliegst du hier ganz schnell raus, ja. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in meiner Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. Genau. So wie Kroatien rausgeflogen ist gegen Italien. Luka Modric. How do you feel about going to Kuwait? I'm excited. It'll be interesting. New adventure. Ja, richtig lecker, Alter. Hab ich gerade im Supermarkt gefunden. Watermelon, Strawberry, Zero Sugar und guck mal hier, es gibt euch Ultra Power, ja? Ultra Power. At the same time, there's no place like home, so it's gonna be a little bit mixed feeling, man. So I'm excited about going, but at the same time, I know I'm gonna miss home too, so we do what we must. Seine Stimme ist echt krass. Ich habe es auch gerade schon im Chat gelesen. So, that's exactly the case. Mhm. Ich finde es immer beeindruckend, wie Menschen Steakfleisch preppen können und es kalt essen oder erneut erhitzen. Ich finde, Rindfleisch, außer jetzt so Tatar-Hack oder so, kannst du erwärmen oder kalt essen, aber sowas, das muss, also ist meine Meinung, muss frisch gegessen werden, Digga, sonst schmeckt es nicht.
The good thing in there, I ain't got cooked. I mean, it's not like you ever got like cooked to cook here. I do do a lot of cooking. Yes. Yes. I like do. What sort of cooking do you do? Like steak and chicken. Barbecue. That's all. Pizza kalt ist brutal, aber Steak, ja, Schuhsohle danach. Einfach Schuhsohle. Do you do? I do all that. Okay. Pizza kalt am nächsten Tag ist brutal. Okay. And rice and potatoes, they cook by themselves. Well, you ain't gotta cook too then, isn't it? That's a good news for me. Exactly. That's very good news for me. You happy with that? Yes. This part of the upside of it. Suki. Suki 2202 abonniert. Vielen Dank, mein lieber Servus. Ja, das Video kommt gleich. It's hot out there. Very hot. That's something I gotta get used to. Especially being the size I am now, heat discomfort is a real thing. You have to be careful there. Yeah. I'll be very careful out there. Hat auch völlig die Ruhe weg, ne? Well, for me, the more you're there, the more you can get used to it and adapt to it, and it won't. I mean, how you can adapt to like. 50 degrees heat on the now is like you're gonna adapt to that. So Bruder, der ist gerade mal bei der zweiten Mahlzeit. Will in den nächsten 3 Minuten noch seine restlichen Mahlzeiten essen und nach Kuwait traveln. Wie soll das funktionieren, Digga? Yeah, just stay out of the sun. He's currently no longer Hollywood's number one film studio. Recent box office takings show even Marvel has lost its well, Marvel. Schön Pasta. Ich hatte auch am Sonntag mein Cheat Meal. Da war ich beim Italiener. Hab ich mir erstmal eine echte Carbonara bestellt. Ich irgendwie voll Bock drauf. So eine räudige Carbonara. So eine richtige. So ein Originalo Italiano. Und danach so eine Platte mit Meeresfrüchten paniert. Und Calamares und Scampis und alles. Das war brutal. Schön mit Zitrone drüber, dann Aioli. Oh! Und dann richtig Durchfall gehabt an dem Abend. Next meal today. Ich schwör's euch, bei mir, wenn Cheat Meal reinflattert, Verdauung ist Totalschaden. Egal was ich esse, mir geht's danach immer beschissen. Während ich esse, merke ich schon so im Magen grummelt, wenn ich mir irgendwas reinpfeife, was mein Körper nicht kennt seit längerer Zeit. Aber das ist so eine Gewöhnung, wenn man jetzt, weil ich gerade frisch aus der Prep komme und wenig gecheatet habe, aber wenn man konstant Scheiße frisst, dann passiert nichts. Aber das ist quasi so ein Schock für meinen Verdauungstrakt. Mike's Formcheck, wo ist er? Auf YouTube oder Instagram? Auf Instagram habe ich was gesehen, auf YouTube noch nicht. Okay. Meal number 3. Mm-hmm. Do you know what you got? Pasta and mince. So 250 grams of pasta, 350 grams, 350 grams of pasta, and 180 or 200 grams of mince. Yes. Guck mal bitte, wie viel Tatar die schon gepreppt hat. Was eine Schüssel. Knew that. 350 Gramm Pasta, Junge, der haut sich ordentlich Carbs rein, ne? Aber das ist, finde ich, diese Mahlzeit ist meine allerlieblingsmahlzeit, meine Lieblingsmahlzeit im Aufbau. Wenn man viel kalorisch hoch ist, Digga, Nudeln mit Rindertatar, Tomatensauce, das geht locker rein. Okay. You're packed? Yeah, I've been packing the last hour and a bit, you know? You're packed and ready to go. I'm just very grateful that I'm just a cool guy. I'm a good person. I treat everybody nice. Wow. I had the best 3 years of my life in prison. Wow. Yeah. That's interesting. Is this Ronnie Coleman im Hintergrund? I think for you to say that, bro, because you had millions. I have peace, though. Nein, nein, nein. Wer ist das nochmal? Ich kenne die Stimme. Warte. Das fuckt mich gerade mies ab. Mike Tyson, ja Mann, Mike Tyson, Junge. Ich hab die Stimme 1000 Mal gehört. Weil Coleman hat ja auch so eine lustige Stimme, aber Tysons Stimme ist, die erkennt man direkt. You have millions. I have peace though. Oh, der Hund ist auch so schön. Anybody?
over the $30 million for one fight? Jay-Z's lying. Hey, listen, can I tell you something? That don't mean nothing when you don't have your peace, your stability, and your balance. Ruslanovic, danke fürs Abo. Don't give a fuck. We don't even want it. You want to give it to somebody else. You need your sanity. Yep, jetzt ist es die Camel Crew. Er ist bei Milos raus. Dann hat seine Frau ihn quasi vorbereitet oder drüber geschaut. Und jetzt ist er in Kuwait unterwegs seit einigen Wochen. Any part of life. Because, you know, God, I always tell people, God punishes you by giving you everything you want. See if you can handle it. And did you? I didn't handle it well at the beginning. But I never gave up. I'm still trying now. I never believed. Geil, dass die so Mike Tyson Motivationsrede reinballern. I'm not able to handle it now. Feier ich extrem. I'm still trying. Still learning. Didn't give up. I got off the fence. I made mistakes. Ey, ich finde es immer so traurig. Hunde bei Paco, das ist so krass. Sobald der den Koffer sieht, der Hund ist den ganzen Tag traurig, weil der weiß, ich bin weg. Und hier, das macht mich gerade auch ein bisschen traurig. Der Hund sieht so, wie der Papa weggeht. Der weiß, der haut jetzt ab für ein paar Tage, Wochen, Monate, wer weiß. Weg ist er. Alright. So, we're at Heathrow Airport. All checked in. And, Two cups of rice, das heißt, ein Cup of Rice sind, glaube ich, 80 Gramm, also 160 Gramm Reis, sind ungefähr so 140 Gramm Carbs. I'm about to go catch my flight. So, this is it. We're heading out. Saying goodbye to the family, this one. Looking at you guys on that day. He has to keep low key because dogs are not allowed in this room. He cannot be noticed. The journey begins. Next chapter. Tja. The journey begins, sagt er. Ich bin, also das Video war jetzt nicht spektakulär, aber wir werden Samson jetzt auf jeden Fall weiterhin verfolgen, weil der Junge ist nach Kuwait zur Camel Crew ins Oxygen Gym gereist, wird dort bleiben und wir wissen aus Erfahrung, aus Vergangenheit, jeder, der vor Ort war, jeder, der dort eine Prep gemacht hat, für da ist alles gesorgt. Training, du hast deinen eigenen Trainer. Du hast dein Essen, du hast deine Medikamente, deine Supersubs, alles ist optimiert. Du hast da keine Ablenkung von irgendwelchen Sachen. Dort wird nur wortwörtlich gegessen, trainiert, geschlafen. Nichts anderes. Abdullah müsste dann der Coach sein, ja. Heftig. Ich bin gespannt, was jetzt aus ihm wird. Weil er ist ja sowieso schon für mich aktuell der schönste Open-Athlet, ist meine Meinung. Ich feiere Samson Physik extremst. Und der könnte auf jeden Fall an dem Titel kratzen dieses Jahr. Man weiß nie, wenn er jetzt noch weiterhin aufbaut. Der Typ ist heftig. Wir lassen uns überraschen, Freunde. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei. Denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnochzweiwochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.